Die OP. Brille auf, setz die Brille auf, Hey, moin. Es ist wieder soweit. Schon wieder ein Sale. Ja, es ist verrückt. Momentan droppt jede Woche ein neuer Sale. Diesmal vom 4.3. bis zum 18.3. Natürlich für die PlayStation VR, muss ich gar nicht mehr erzählen. Und auch das Prozedere kennt ihr schon. Es sind 19 Titel, wenn ich mich nicht täusche, die neu im Sale sind. Übrigens sehr viele davon von Sony Published, also die klassischen First-Party-Titel für die PlayStation VR, die im Prinzip jeder haben muss. Ich weiß nicht, ob es noch Not tut, dass ich dazu Short Reviews mache, damit ich euch erklären kann, was das für ein Spiel ist und ob es sich lohnt. Aber ich mache es mal trotzdem. Ja. Habe ich noch nicht oft genug gemacht. Und ich hoffe, für den einen oder anderen ist dann eine nützliche Information dabei. Wenn ihr über die Spiele mehr wissen wollt als diese kleinen 1-minütigen Reviews, dann geht gerne auf YouTube, gebt MoFanVR ein und den Namen des Spiels. Dann bekommt ihr von mir First Impressions und Reviews und könnt dann genauer gucken, was da los ist. Jetzt versuche ich das so schnell wie möglich zu machen, damit ihr einen schnellen Überblick bekommt und euer Geld noch vor dem Wochenende rauskloppen könnt, damit ihr am Wochenende Spaß haben könnt. So schaut's aus. Alright, also, hier steht übrigens jetzt gerade Farpoint für 19 Euro, aber ich habe es nur da stehen, weil es diesen kompletten Monat März für PlayStation Plus Mitglieder umsonst ist. So, und Farpoint ist eben mal der geilste Aim-Controlled Science-Fiction-Shooter, den wir haben auf der PlayStation VR. Absolutes Must-Have. Wie gesagt, die Plus-Mitglieder kriegen wir jetzt umsonst. Ja, daran wollte ich auch erinnern. Geschenkt. Boom. So, und jetzt geht's aber mit dem eigentlichen Sale los. Und da ist in Bezug auf Aim-Controller auch nicht knausrig. Da haben wir gleich Firewall Zero Hour. Das ist natürlich unser bester, beliebtester Multiplayer-Shooter. 4 gegen 4. Tactical Multiplayer, ihr müsst versuchen, dem gegnerischen Team den Laptop abzujagen und das geht natürlich nicht ohne Schießerei aus. Fantastisches Spiel. Falls ihr sagt, so, ich bin gar nicht so der Multiplayer-Typ. Es hat auch einen Bot-Modus. Ja? Ihr könnt alles spielen gegen KI-Gegner, ist natürlich aber viel witziger, gegen echte Menschen zu spielen. Das Ding wurde wahnsinnig gepflegt die letzten 3 Jahre. Ja? Das gibt es schon seit August 2018. Und hat immer wieder neue Maps bekommen und neue Inhalte etc. Und hat auch eine mysteriöse PlayStation 5 Unterstützung. Ja? Mir wurde jetzt gesagt, die sieht man aber nur, wenn man selber ein Spiel hostet. Ja, das ist ganz merkwürdig. Auf jeden Fall, es ist ein fantastisches Spiel und sollte eigentlich in keiner Library fehlen. Speziell, wenn ihr den Aim-Controller habt, dann geht das da richtig ab. Man kann es auch mit dem Gamepad steuern. Aber das würde ich echt nicht empfehlen. Der Immersionsgrad mit dem Aim-Controller ist einfach gigantisch. So, und der nächste Gigant in der Runde ist Blood and Truth. Das ist von Studio London, exklusiv für die PlayStation VR produziert und war tatsächlich seinerzeit ein unfassbarer Hingucker. Seinerzeit ist gut, ne? Ich glaube, das war der Vorzeigetitel 2019. Einfach mal eine voll die Granate. Was die ganze Präsentation angeht, ja, also auf der PlayStation VR, beziehungsweise auch darüber hinaus, werdet ihr kaum ein Spiel finden, was so unfassbar grandiose digitale Schauspieler hat, ja, und auch deren Schauspielleistung etc. ist fantastisch. Die restliche Grafik ist natürlich auch Bombe. Ihr seid in der Unterwelt von Londons Gangster-Sachen unterwegs und da ist wirklich alles dabei, ja. Schießereien, Verfolgungsjagden und unfassbar. Das einzige kleine Ding, was ich ein bisschen schade fand, ist, die Locomotion ist nicht frei. Ja? Ihr könnt euch immer nur zu Orten teleportieren, die euch das Spiel vorgibt. Na, meistens habt ihr die Auswahl aus 2, 3 Richtungen, in die ihr euch bewegen könnt. Insofern alles cool. Aber die Grafik ist so schön und manchmal habe ich immer mich dabei erwischt zu denken, so, ey, ich würde einfach nur gerne im Raum hier rumrennen und mir alles genau angucken. Aber ansonsten ist das Ding Granate. Man steuert das mit dem Move-Controller und neben dem eigentlichen Spiel, neben der eigentlichen Kampagne, gibt es dann noch so Modi, wo man einfach nur so ballern kann gegen die Zeit. Und die haben sie mal geupgradet, die unterstützen zum Teil auch den Aim-Controller. Ah, da gibt es nämlich 2 Handwaffen auch, so Maschinengewehre und so Zeug. Und da könnt ihr dann teilweise auch den Aim-Controller benutzen, aber leider nicht im Hauptspiel. Und wo wir gerade erzählt haben, PlayStation 5, Blood and Truth hat
so einen krassen PlayStation 5 Support bekommen. Ja? Es läuft auch im Kompatibilitätsmodus, benutzt aber den Boost. Und während es auf der normalen PlayStation schon gut aussieht, auf der PlayStation Pro wirklich sehr gut, sieht es auf der PlayStation 5 einfach unglaublich aus. Das wird intern mit 4K berechnet. Und sogar auf unserem guten alten PlayStation Headset ist das so crisp und so abgefahren. Also wenn ihr eine PlayStation 5 habt, das müsst ihr euch mal angucken. 1479 ist dafür geschenkt. Ja? Wirklich schönes Spiel. Was haben wir hier? Achso, der Vorgänger, ja, also eine Tech-Demo quasi, aber noch ein bisschen mehr vom selben Studio London, war PlayStation 4 Worlds, sollte eigentlich jeder haben, wurde sehr viel jetzt auch gebundelt mit der PlayStation VR verkauft, aber nochmal schnell, es ist eine Sammlung von 5 Minispielchen, beziehungsweise das eine ist nur so eine Experience, ja, da werdet ihr in einem Haikäfig unter Wasser runtergelassen. Eine super schöne Geschichte, sehr fantastisch. Man kann sogar einstellen, dass später ein richtiger Hai kommt, da wird es auch ein bisschen gruselig. Aber das ist zum Beispiel, wenn ihr jemanden, der noch keinen Kontakt hatte mit VR, mal zeigen wollt, wie das so funktioniert, habe ich das damit immer gemacht, ja, mit der Ocean-Demo, ja, weil das einfach faszinierend ist. Die Leute müssen nichts drücken und sich um gar nichts kümmern, sondern die gucken einfach nur und staunen. Außerdem ist da sozusagen der Vorreiter von Blood and Truth drin, so eine kleine anderthalbstündige Experience, wo ihr auch Gangster in London seid, Autoverfolgungsjagd, alles mit drin. Fantastisch. Und dann könnt ihr euch noch auf dem Skateboard einen Berg runterfahren. Es gibt so eine Art dreidimensionales Pong, was man mit dem Kopf steuert. Ja, das ist auch ziemlich cool. Und am Ende noch eine, ja, so circa dreistündige Story in einem Science-Fiction-Spiel, wo ihr als selber Außerirdischer mit einem sehr eigentümlichen, krabbenartigen Gefährt steuert und das ist auch einfach unglaublich toll ist. Also wahnsinnig. Das Ding ist cool, aber die meisten haben es schon. Ja? 9,89 ist jetzt kein Preis zum absoluten Ausflippen. Falls ihr es aber noch nicht habt, müsst ihr euch das eigentlich besorgen, denn da sind unglaubliche Sachen drin. Und natürlich, was soll ich sagen, Astrobot, über jedem Zweifel haben. Astrobot ist ein Plattformer, ihr steuert den kleinen Astrobot, diesen kleinen Roboter und müsst seine Kollegen sammeln, die im ganzen Universum verteilt wurden und dazu habt ihr die klassischen Plattformer-Mechaniken, ja, irgendwie irgendwo lang balancieren, jumpen, double jumpen. Ihr seid aber auch selber in der Welt, ja, also auch ihr werdet durch eine Roboterform repräsentiert und müsst manchmal auch tatsächlich mit dem Kopf so Sachen wegstoßen und ganz viel mit dem Gamepad interagieren. Das verwandelt sich teilweise in einen Wasserschlauch oder auch Shuriken heißen die, Katana. Shuriken damit wegwerfen etc. Super interaktiv und absolut genial. Dieses Spiel ist in jeder Sekunde ein absoluter Flash. Ja. Wenn ihr mal sehen wollt, was in VR möglich ist an fantastischer Grafik und Ideen, die da umgesetzt haben in Astrobot Rescue Mission, das übrigens das Vorzeigespiel 2018 war, ja, dann unbedingt angucken. Ich rate das wirklich hin. Selbst wenn ihr sagt, so, nee, hier Jump'n'Runs, das ist doch was für Kinder, guckt euch das bitte an. Das ist ein so fantastisches, absolut charmantes VR-Erlebnis und ihr werdet, verspreche ich euch, stundenlang ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Die Länge ist tatsächlich schwierig. Ich spiele das jetzt, seit es existiert. Ja. Ich habe es mir in kleine Häppchen eingeteilt und genieße es wirklich wie, keine Ahnung, wertvolle Schokolade oder so. Und ich glaube, die Gesamtlänge liegt wahrscheinlich bei 5, 6, 7 Stunden. Egal, es ist jeden Cent wert, jetzt für 14,79. So, ach ja, dann haben wir auch noch Minigolf. Everybody's Golf VR ist, wie der Name schon verrät, Everybody Golf. Ihr seid dann auf den entsprechenden Wiesen immer begleitet von einer Caddy-Dame, die entsprechende Kommentare macht. Und das Ganze ist ein richtiges Golfspiel. Es sieht ja alles ganz schnucklig und nett aus, ist aber wirklich, wirklich mit allem, was man braucht, um sich wohlzufühlen. Am besten spielt ihr das mit dem Move-Controller, man braucht nur einen, ja. Und haut das. Es geht aber auch mit dem normalen Pad, das ist ja auch getrackt. Und eigentlich eine wunderschöne Geschichte. Damals war ich von der Grafik nicht so begeistert, weil ich mir die ein bisschen bunter und amüsanter vorgestellt hatte. Die ist eher nüchtern, aber macht einen guten Job, technisch sowieso.
für 9,89 seid ihr da gut am Start. Ich glaube, das ist tatsächlich momentan der günstigste Preis, zu dem das draußen ist. Also auch im Vergleich zu allen anderen Sales könnt ihr beruhigt zugreifen. Einziger Wermutstropfen war seinerzeit, dass ich mir immer gewünscht habe, dass es ein Multiplayer hätte, ja? Dass man auch mit 2-3 Kollegen da ein bisschen golfen kann. Das geht leider nicht. Ah ja, der gute Iron Man. Hat sehr, sehr viel für Aufregung gesorgt. Und ich hatte, als ich von einem Gamescom 2019 nach Hause kam, hatte ich da ein sehr gutes Gefühl zu Iron Man und war ziemlich angetan. Das Spiel selber später stellte sich dann als gar nicht so aufregend heraus. So, also ich bin da auch echt zwiegespalten. Ne? Ich glaube, wenn man Marvel-Fan ist oder so, kommt man sowieso nicht drum herum. Es hat auch wirklich Momente, die absolut erstaunlich sind. Ja? Wenn ihr zum ersten Mal in einer Iron Man-Rüstung rumfliegt, man hält die Move-Controller an der Hand und schwebt wie Iron Man auf den Strahlen da so durch die Gegend und hat dann auch diese ganzen mächtigen Waffen, die man benutzen kann, Raketen und so. Aber der Rest des Spiels ist ein bisschen hölzern teilweise. Ja? Die Story wird immer erzählt, dann kommt wieder ein Ladebildschirm, dann habt ihr ein bisschen Action, dann wieder Ladebildschirm. Also es fühlt sich nicht so wie so eine große, interessante Welt an, sondern immer wie so eine Sammlung von kleinen Action-Sequenzen. Aber abgesehen davon hat sich das nicht viel vorzuwerfen. Die Grafik ist gut, auch technisch. Aber auch nicht AAA, so wie Blood and Truth oder das erwähnte Robert Astrobot oder so gerade, sondern so gut. So, aber Marvel's Iron Man VR ist tatsächlich jetzt auch mit 23,99 auf einem historischen Tiefstpreis in einem Sale. Ja, da spart ihr 40%. Also, falls ihr da immer drauf schielt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal zuzuschlagen. Batman Arkham VR ist anders als man erwartet, nächster Superheld, eher ein Detektivspiel. Und es geht auch nicht so besonders lange. 3-4 Stunden müsst ihr ein paar Situationen erkunden. Es ist sehr beeindruckend, am Anfang des Spiels sich so in dem Batman-Anzug mal selber zu sehen im Spiegel. Das ist sehr cool. Aber mich hat es sonst nicht so krass abgeholt. Ich weiß aber, dass viele Leute es höllisch gefeiert haben. 8,99 seid ihr dabei. So, Bravo Team. Ich werde nicht müde zu erzählen, wie enttäuscht ich über Bravo Team war, da das auch wie das obergeniale Farpoint dann später mit dem Aim-Controller zusammen gebundelt war und jeder erwartet hat, das ist Granate. War aber nur ein okayischer Shooter. Ja? Anders als Farpoint ist das ja nicht im Science-Fiction-Universum, sondern in der so Modern Warfare-Realität angesiedelt und ja, wusste aber tatsächlich mit nichts zu überzeugen. Ne? Ein bisschen lahmes, gescriptetes Spiel, wo ihr auch tatsächlich am Anfang mit einer ziemlichen wonky Aim-Controller-Steuerung klarkommen musstet. Die haben die später gepatcht. Die ist jetzt okay, ja, man kann das mit dem Aim-Controller okayisch spielen. Grafisch war es mittelmäßig und von der ganzen Geschichte eher so okay. Was mich am meisten irritiert hat, ist aber die Locomotion hier. Ja. Ähnlich wie bei Blood and True, teleportiert ihr euch durch den Level, aber sie haben hier eine Wahl gemacht, die wirklich merkwürdig ist. Ja? Ihr wählt eine Position an, drückt einen Knopf, dann rennt eine Figur durchs Bild, ihr bleibt weiter auf eurer Stelle stehen und wenn die angekommen ist, dann seid ihr die Figur. Super irritierend. Gerade weil es auch Passagen gibt, wo man eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht oder so und dann seht ihr trotzdem, wenn ihr teleportiert, euch in die andere Richtung laufen und wenn ihr dann da rein switcht, dann guckt ihr wieder in eine andere Richtung. Super merkwürdig, super schlecht ausgesucht und ich habe immer gesagt, Leute, das Spiel kann ich nicht empfehlen. Seit es für 9,89 im Sale ist, sage ich, kann man mal reingucken. Denn was es hat, ist ein Koop-Modus. Ja? Ihr könnt es zu zweit mit Kollegen spielen, könnt ihr euch da mal ein bisschen amüsieren, ein bisschen ballern. Wenn ihr alle anderen Aim-Controller-Spiele schon gemacht habt, kriegt das von mir trotzdem ganz ein Däumchen. Denn es hat sich eigentlich nur zu Schulden kommen lassen, dass es meine hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ja? Ansonsten ist es halt ein ganz okayischer Shooter. So. Bam. Super Stardust ist der klassische Twin-Stick-Shooter. Ja? Super Stardust Ultra gab es ja schon lange, sogar für PlayStation 3. Und das ist die VR-Version, insofern nicht bemerkenswert. Da seid ihr dann einfach nur räumlich dabei. Es hat noch einen Zusatzmodus, wo man über so eine
in so einem Krater sitzt und auch ein paar Sachen abschießen muss. Es ist wirklich nicht bemerkenswert. Technisch leider sehr schlecht, ja, ist sehr blurry. Ich muss sagen, obwohl ich eigentlich die Ursprungsentwickler Hausmarke extrem mag und das Spiel auch gut bleibt, das hier müsst ihr nicht unbedingt haben. Schon gar nicht für 9,99 €, das ist kein Riesenpreis-Drop, aber für einen 5 oder so kann man das irgendwann mal mitnehmen. Rigs gab es genauso wie Farpoint auch schon mal im PlayStation Plus für umsonst, deswegen haben das mittlerweile sehr, sehr viele Leute. Und Rigs ist, obwohl es einer der Launch-Titel für die PlayStation VR war, immer noch bemerkenswert. Ihr steuert einen riesigen Mecha. Es ist meistens in einem Team-Kontext. Ja, man spielt 3 gegen 3 Spieler in verschiedenen Modi. Manche sind ganz klar abballern und andere sind dann eher sportlich. Da müsst ihr einen Energieball in ein Tor werfen und die anderen Spieler müssen versuchen, euch davon abzuhalten. Und das ist alles unfassbar geil gemacht. Ja. Es hat bombastische Grafik, absolut der Hingucker. Auch nicht nur gestalterisch, sondern technisch total brillant. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie die 2016 da schon so krassen Kram aus der PlayStation VR geholt haben. Und genau, das Problem ist aber wie bei allen Multiplayern, da ist natürlich jetzt nach 4 Jahren oder so nicht mehr so viel los. Ja? Und es ist ein eher Multiplayer-orientiertes Spiel. Also überlegt euch das genau, wenn ihr Kollegen habt, die das spielen, oder wenn ihr interessiert seid, dann könnt ihr natürlich auch in unseren Discord kommen, da findet sich auf jeden Fall jemand, der das ab und an mit euch spielen möchte. Es ist ein fantastisches Spiel, aber ich denke mal, die meisten werden das jetzt irgendwann in den letzten 4 Jahren schon mal abgegriffen haben. 99, guter Preis. Boom. So, dann haben wir Until Dawn, Rush of Blood. Das ist ein Spin-off aus dem Until Dawn-Universum und hier geht es wirklich nur darum, in einer Backwards-Lore vorwärts zu fahren und sich mit verschiedensten Waffen in alle Richtungen zweihändig zu verteidigen. Das funktioniert mit dem Gamepad, aber nicht so toll wie mit dem Move-Controller. Da könnt ihr dann plötzlich nämlich frei in alle Richtungen schießen und ist wirklich ein Hingucker, ja, sehr schöne Grafik. Wahnsinnig gruselig und hat natürlich irre viele Jumpscares und sowas, ja, also aber nicht besonders lang, also nach 1,5-2 Stunden seid ihr damit fertig und wahrscheinlich dann auch um 3 Jahre altert oder so. Ich habe mir das einmal angetan zu Halloween und komplett durchgespielt. Ja, schönes Ding, hat viele, viele Fans zu Recht, 9,99 €, guter Preis dafür. No Heroes Allowed ist ein relativ klassisches Action-Strategie-Spiel, aber in dem Fall ist der Gag, dass die Rolle umgedreht ist. Ja? Ihr als der Spieler seid ein Bösewicht und musst Monster züchten und damit die angreifenden guten Helden irgendwie bekämpfen. Das ist sozusagen der Twist. Das ganze Spiel ist komplett auf Englisch, hat sehr viel Text, der gelabert wird. Also macht euch mal dafür stark klar, wenn euch sowas interessiert. 9,89 € ist aber ein schöner Preis, denn ansonsten ist es alles fein gemacht. Grafik, Technik, alles gut. Zack. So, im Gegensatz zu Monster of the Deep Final Fantasy 14. Da war ich massiv enttäuscht, denn tatsächlich von Square Enix, die mal dafür standen, immer so High Quality abzuliefern, zumindest bei ihren großen IPs, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Monster of the Deep ist ein Angelspiel im Final Fantasy 14 Universum. Das bedeutet, ja, ihr seht manchmal eure Final Fantasy Helden da ein bisschen rumsitzen und so, oder die stehen mal vor euch und sagen 3 Sachen. Das ist aber tatsächlich nicht so relevant. In der Hauptsache angelt ihr. Hin und wieder zieht ihr dann einen dicken Brummer aus den Gewässern und dann fühlt es sich kurz an wie so ein Wave-Shooter, weil ihr mit dem wirklich kämpfen müsst. Das Ganze ist aber technisch wirklich unter aller Sau. Ja? Es ist wirklich nicht besonders hochauflösend und sieht nur okayisch aus. Alles ist, die ganze Steuerung ist super hölzern. Also wie gesagt, fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Titel von einem AAA-Publisher und ist, würde ich sagen, wirklich nur was für Fans, für Hardcore-Fans von Final Fantasy. Ja? X-beliebiges, komisches Angelspiel mit relativ kruder Technik für 14,99 €, ne, würde ich da, ne. So. Stunkite Master VR habe ich selber gar nicht ausprobiert. Ich bilde mir aber ein, ich weiß, dass es von einem deutschen Entwickler ist.
kostet 4,49. Für Plusmitglieder habe ich gesehen, kostet sogar nur 2,29. Und dafür kann man vielleicht mal reingucken. Ich kann euch aber nicht sagen, was es ist. Ja? Nur den Preis diesmal. So, Impatient ist von denselben Leuten, die Until Dawn bla auf Blatt gemacht haben. Und war eigentlich auch ein Titel, der sehr erwartet wird. Auch im selben Universum spielt das vor dem eigentlichen Until Dawn, dem ursprünglichen. Hat aber seinerzeit, fürchte ich, auch nicht so krass abgeliefert. Ich habe es selber nicht gespielt, weil ich halt nicht so gerne gruselige Sachen spiele. Ja. Hier ist es aber auch sehr Mystery, Grusel und so. Gestalterisch macht das eigentlich einen guten Eindruck von dem, was ich gesehen habe. Ja, sehr schöne, realistische Locations und Menschen, mit denen man das zu tun hat. Inhaltlich kann ich euch leider nichts sagen. 99 ist der Preis. Bam. So, Gungrave VR, das ist so ein Spezialist. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich hart enttäuscht gewesen. Ja? Denn, wie ihr sehen könnt, kostet das 30 Euro und auch das zweite Spiel, Gungrave VR Un, kostet 15 Euro. Die beiden haben aber gemeinsam, dass sie echt fürchterlich sind. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches davon der 1:1 Port eines PlayStation 2 Spieles ist. Jetzt halt mit VR Support sozusagen. Aber das war echt unterirdisch. Also bitte die Finger weg. Nur was für Gungrave-Fans offensichtlich. Ich war ziemlich, ziemlich beeindruckt, was für ein Käse das ist, als ich das mal gespielt habe. Ja, ich habe tatsächlich auch ein Video drüber gemacht und im Nachhinein dann gemerkt, dass die das Soundbalancing so schlecht war, dass ich meine Stimme gegen die Soundkulisse der Spiele nicht so gut hören konnte. Und weil ich aber so genervt von den Spielen war, habe ich keine Lust gehabt, da noch ein zweites Video von zu machen und das dann hochzuladen. Deswegen gibt es von mir da kein Review. Ich fand die echt übel. 8,99 für Gungrave VR und 4,49 für Gungrave VR Un. Wie gesagt, nur für Fans. So, Space Pirate Trainer ist witzigerweise im Prinzip die Mutter aller Wave-Shooter. Und ist ein ziemlich gutes Spiel. Ja? Also, da kommen Sachen auf euch zugeflogen. Ihr müsst sie abballern und könnt Schilde euch aufbauen und Waffen verbessern, etc. etc. Sehr viele Optionen, macht eigentlich sehr viel Spaß. Witzigerweise kam das auf der PlayStation super spät, sodass die ganzen Spiele, die das ganze Spielprinzip nachgeäfft haben, ja, also das Wave-Shooter-Prinzip, alle schon vor Space Pirate Trainer auf der PlayStation gelandet sind. Und Space Pirate Trainer kam dann auf die PlayStation VR, als ich zum Beispiel echt mit dem Thema Wave-Shooter dann auch mal fertig war. Ja, da hatte ich keine Lust mehr, sowas zu spielen. Leider, ansonsten natürlich ein fantastischer Titel und für 5,79 auch ein richtig guter Preis. Denn macht alles richtig, ja? Tatsächlich, ein Wave-Shooter so, wie er sein soll, spaßig, cool, kann man empfehlen. Ganz am Ende habe ich noch für euch eine Spezialität. Charlie and the Reaperman Escape from the Underworld ist einer der seltenen, wie heißt das, Couch-Koop-Titel, genau. Einer spielt in VR und der andere sitzt daneben und spielt mit dem normalen Gamepad. Und ich würde mal behaupten, auch erst in dieser Kombination fängt an, der gute Charlie so ein bisschen Sinn zu ergeben. Es ist nämlich eigentlich auch im Kern so eine Art Plattformer. Und es funktioniert halt nur, wenn die beiden Spieler zusammenarbeiten. Ja. Aber ansonsten hat es nicht viel zu bieten. Ja. Also grafisch, technisch, gameplaymäßig ist das alles nicht so doll. Aber es ist einer der wenigen Titel, wo man zusammen was machen kann. Ich habe es damals mit meinem Neffen mal zusammengespielt und da hatten wir tatsächlich sehr viel Spaß. Also wenn ihr nochmal etwas sucht, wo ihr mit euren Kindern zusammen was machen könnt oder so, ist das ein guter Titel. Für Singleplayer überhaupt nicht geeignet, würde ich mal behaupten. 10,44 und ihr seid dabei. Und ich bin damit fertig. Das war der aktuelle Sale. Ich hoffe, der nächste kommt nicht wieder in 3 Tagen. Denn es ist natürlich auch nicht lustig, wenn überhaupt andauernd Sales sind. Aber momentan verstehe ich die Cycles, die PlayStation Network hat auch nicht. Auf jeden Fall sind sie quasi wöchentlich gerade, was echt ein bisschen eigentümlich ist. Da lohnt es sich ja gar nicht mehr, zwischendurch nochmal ein Spiel zu kaufen. Eigentlich, weil sowieso immer fast alles im Sale ist. Wer weiß, wofür es gut ist. Okay, ich hoffe trotzdem, für euch war was dabei. Und ihr gebt mir ein Däumelchen dafür. Warte, ich warte jetzt, bis ihr das gemacht habt. Ja, gleich hier unten. Ja, vielen Dank. Und abonniert den Kanal, damit ihr
diese spannenden Verbraucherinformationen hier nicht verpasst. Ich freue mich auch über einen Kommentar, welches der Spieler euch jetzt überzeugt hat und dass ihr das holt. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Jetzt ist Wochenende, heute Abend wird ein bisschen Wipeout gestrockt und am Wochenende müssen wir mal gucken. Ja, spätestens zur Sonntags-Live-Show seid ihr dann hoffentlich auch wieder am Start. Ich bin erstmal raus in die Sonne, bis dann zum Tänzen. Ciao, ciao.